Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Danke für die freundliche Einführung. Aber so toll bin ich überhaupt nicht. Also ich bin eigentlich zu 95% völlig mittelmäßig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, die Mittelmäßigkeit zu feiern. Weil nur dann, wenn man sozusagen zu seiner Mittelmäßigkeit steht, kann man, glaube ich, in wenigen Bereichen wirklich Hervorragendes leisten. Aber das sind weniger als 5% von dem, was man wissen will und von dem, was man wissen muss auch. Der Chemiker Christian Lichtenberg hat in Göttingen mal gesagt, 1750, wer nur die Chemie versteht, versteht auch die nicht recht. Ich habe mir einen Vortragsstil zugelegt, der in Deutschland eher auf Ablehnung stoßen muss, weil in Deutschland muss Wissenschaft langweilig sein, sonst gilt sie nicht als seriös. Und ich habe in den USA eben im Wesentlichen gelehrt, praktisch an all diesen Elite-Universitäten, ob sie Stanford oder Harvard oder Princeton oder sonst wie heißen. Die sind alle nicht besser als unsere Universitäten, aber sie machen das Marketing viel besser. Und vor allem, was sie halt tun dort in der Forschung, werden wir dort bezahlt für Ergebnisse. In Europa werden wir bezahlt für Probleme. Das heißt, wir müssen immer die Dinge unklar erhalten, um weitere Forschungsgelder zu bekommen. In jeder Bericht hat am Schluss stehen, weitere Forschung ist notwendig. Und solange geforscht wird, muss man ja nichts tun, weil man forscht ja schließlich die ganze Zeit. Und alle sind daran interessiert. Ich kann meine Studierenden finanzieren, die Industrie muss nichts tun und die Politik kann Tätigkeit vorweisen. Aber wir ändern damit nichts. Und in der Tat haben Sie recht davon, dass das, was ich Ihnen vortrage, letztlich gesehen eine philosophische Fragestellung ist und keine technische. Aber sie fängt mit der Technik an, mit dem Anfang, dass wir zunächst einmal definieren müssen, was in den Dingen ist, die wir sehen. Also was ist die Materie, der wir gegenüberstehen und was sind die Prozesse. Es tut mir leid, dass der Treibhauseffekt auch nicht mehr das ist, was es zu meiner Zeit noch war. Darum konnten eine ganze Reihe von Kollegen heute nicht kommen. Ich sehe es leider an den leeren Plätzen ja auch. Das heißt, ich möchte Ihnen etwas vorstellen, wo ich Sie direkt zum Widerspruch einlade. Also wie gesagt, ich bin absolut mittelmäßig, ich bin bekannter Warmduscher zum Beispiel. Ja, oder wenn ich irgendwie zu spät dran bin, dann beiße ich meine Fingernägel ab. Also das ist alles nicht toll, ich bin nur in einem kleinen Bereich führend. Und der Rest ist Spekulation, beziehungsweise braucht auch Ihren Eintrag, Ihren Input, wie man sagt, Ihre Ideen. Und Sie haben alle Qualifikationen dafür und das möchte ich Ihnen damit zeigen. Zunächst einmal möchte ich natürlich dieser Einrichtung hier danken, weil das ist ja schön, dass man sozusagen zum einen nach den Sternen greifen kann und zum anderen sich wirklich über Jetziges unterhalten kann. Und gerade dieser Widerspruch ist ja so interessant, als auch für mich. Ich habe das Institut IPR, was von Greenpeace ursprünglich gegründet wurde, um wissenschaftliche Hintergrundarbeit für Greenpeace zu machen, ist hier in Hamburg beheimatet, ursprünglich, inzwischen mit Filialen in vielen Ländern. Aber wir sind hier im alten Rathaus, ja, das der Patriotischen Gesellschaft gehört. Und die Patriotische Gesellschaft hat uns eigentlich ganz früh schon gezeigt, wie es eigentlich mit einer Zivilgesellschaft aussehen kann. Dort steht es darum, nicht weniger schädlich zu sein, sondern nützlich zu sein. Wir aber verstehen unter Umweltschutz im Allgemeinen, wenn wir weniger zerstören. Sie sagen, schütz die Umwelt, fahr weniger Auto, schütz die Umwelt, mach weniger Müll, schütz die Umwelt, reduziere den Wasserverbrauch. Damit schützen wir aber gar nicht, wir zerstören nur weniger. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlage es nur dreimal anstatt fünfmal. Ja. Oder deine Frau, je nachdem, oder dein Mann, wie auch immer. Das heißt, wir haben einen sehr merkwürdigen Schutzbegriff entwickelt, der bedeutet, dass wir uns im Prinzip gesehen so definieren, dass wir sagen, es wäre besser, wir wären gar nicht da. Und dadurch versuchen wir deshalb, uns in einer Sprache auszudrücken, die uns von vornherein im Prinzip gesehen als Schädlinge auf dieser Erde erscheinen ließ. Sie konnten dies sehen, auch bei der Einführung. Ich meine, es geht nicht um das Ende der Menschheit. Selbst wenn wir nicht erfolgreich sein würden in der Änderung unseres industriellen Systems, unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Arbeitens,
auch dann würden zwischen 1 und 2 Milliarden Menschen in jedem Fall zurückbleiben. Also Sie können das durchrechnen nach den schlimmsten Annahmen davon. Es geht also nicht um das Ende der Spezies Mensch. Das ist schon mal ganz gruselig. Zum anderen, es geht auch nicht um das Ende der Welt und der Natur, aber es geht sicherlich um ein Artensterben, vor allem von Arten, die wir besonders gerne mögen. Und das sind nicht nur die Eisbären. Traditionell verarbeiten wir unsere Dinge, wir nehmen die Dinge und wir lagern sie ab. Darum von der Wiege bis zur Bahre. Cradle to Cradle heißt nichts anderes, als von der Wiege zu denken. Und damit kommt man auf andere Schlussfolgerungen. Wenn man von der Wiege bis zur Bahre denkt, dann entsteht immer am Schluss Abfall. Dann entsteht immer etwas, was man loswerden möchte. Dann wird von der Wiege bis zur Bahre die Erde früher oder später ein Friedhof. Wenn wir versuchen, etwas weniger schädlich zu sein, dann eben vielleicht ein bisschen später. Und es ist ja bezeichnend, dass letztes Jahr die Stadt Hamburg Umwelthauptstadt Europas wurde, mit dem höchsten Müllaufkommen in Deutschland. Also es gibt kein höheres Pro-Kopf-Müllaufkommen, keine geringere Sammlung von Altpapier, keine geringere Sammlung von Altglas, kein geringeres Recycling von Verpackungen, keine geringere Kompostierung als Hamburg. Und dies ist ausgerechnet die Umwelthauptstadt, weil wir meinen, wir schützen die Umwelt, wenn wir, wie in Hamburg, alles in große Verbrennungsanlagen geben. Und wenn wir dann die Aschen im Wegebau einsetzen zum Beispiel. Nur damit ist alles verloren, was in Kreisläufe gehen müsste. Und natürlich sieht unser Planet furchtbar aus. Darum kann ich diese Leute, die Alarm rufen, durchaus verstehen. Wir geben 12 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr in die Ozeane. Ich habe mich als Jugendlicher und als Student und später auch zu Greenpeace-Zeiten dafür eingesetzt, dass Wale, Robben, Schildkröten nicht umkommen. Ich bin in der Nordsee geschwommen, um Schiffe aufzuhalten, Müll zu verklappen dabei. Ich habe versucht, eben den Menschen zu erklären, dass man kein Chlor braucht, um Zellstoff zu bleichen. Damals wurde ich als Utopist dargestellt. Ich habe mit anderen Kollegen zusammengefordert, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die die Ozonschicht zerstören, durch Kohlenwasserstoffe zu ersetzen. Und die Firma Siemens schrieb darauf, dass die Kühlschränke dann explodieren würden. Heute ist es die gängige Technik. Das heißt, wir haben zunächst technisch gearbeitet, aber wir haben gemerkt, dass das technische Arbeiten allein nicht reicht. Im Gegenteil, wir haben heute Regionen in den Meeren, davon, die sind größer als Europa, zum Beispiel hier im Nordpazifik nördlich von Hawaii. Diese Region ist größer als Europa, dort ist die Plastikkonzentration bis zu 40 Mal höher als die Planktonkonzentration. Das heißt, die Tiere, eine Schildkröte zum Beispiel, frisst dann so eine Plastiktüte und denkt, das sei ja eine Qualle. Und nach und nach wird das ganze Tier zum großen Magen. Es sterben heute mehr Robben, Schildkröten, Wale durch Plastikabfälle als durch sonst irgendetwas. Jetzt kann man sagen, das ist unmoralisch. Ja? Und man kann ja die Moral appellieren. Nur nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral sofort, wenn es uns schlecht geht. Das heißt, wenn ich es zum Moralthema mache, ist es immer gerade dann weg, wenn wir es eigentlich brauchen würden. Außer bei ganz wenigen Menschen, Mutter Teresa zum Beispiel, ist es sicher anders. Aber bei der Mehrheit der Menschen ist es nicht so. Das heißt, dadurch, dass wir mit der Wiedervereinigung meinten, der Umweltschutz sei ein Moralthema, haben wir in Deutschland fast 20 Jahre eingebüßt an Maßnahmen und Zeit, weil wir sagten, mit der Wiedervereinigung können wir uns diesen Luxus nicht erlauben. Mir war das 1991 klar geworden und darum bin ich in die USA gegangen, um dort die Dinge umzusetzen. Jetzt aber haben wir die Wiedervereinigung irgendwie abgehakt und vielleicht können wir uns jetzt neuen Fragestellungen zuwenden. Wir sind groß geworden, zumindest viele von uns, durch eine Serie von Umweltzerstörungen. Ja, durch Itai, das war eine Cadmium-Vergiftung für viele hundert Menschen in Japan. Genauso Minamata war Quecksilber-Vergiftung durch Fische und Quecksilber, eben schwerste Vergiftungen. In Europa kam die Diskussion auf, 1976, 1974 ursprünglich mit eben Herbert Kohl in Deutschland, ein Planet wird geplündert, 1972 mit den Grenzen für Wachstum durch den Club of Rome.
Aber 1976 wurde plötzlich ein ganzer Landstrich in Italien so kontaminiert, dass man ihn nicht mehr nutzen konnte. Dann ging es weiter mit Love Canal, mit Three Mile Island. Ja, Bhopal, bis heute hat niemand von den Menschen in Bhopal Schadenersatz bekommen, obwohl dort 15.000 Menschen sofort gestorben sind, etwa 600.000 Menschen erkrankt sind. Die Menschen, die Ärzte wurden systematisch bestochen, keine Krankenakten anzulegen, sodass man daraus gesehen die Erkrankung nicht auf den Unfall zurückführen konnte. Die eigentliche Katastrophe war das Jahr 1986, also vor jetzt über 25 Jahren. Es war zum einen Tschernobyl und es war zum anderen Basel. Am 1. November in Basel brannte ein Chemikalienlager in der Firma Sando und daraufhin färbte sich der Rhein rosa und die ganzen Fische im Rhein über eine Länge von über 200 Kilometern starben ab. Im gleichen Jahr hat die Firma Höchst jedes Jahr, jede Woche praktisch Schlagzeilen gemacht, indem sie das Kühlwasser nicht sauber halten konnte und in den Main und den Rhein ständig krebserzeugende Chemikalien abgab. Und dies war jede Woche sozusagen Thema. Daraufhin hat man das Gefühl bekommen, es wäre besser, wir wären nicht da, Schädlinge. 1986 wurde auch der Brundtland-Report zur Nachhaltigkeit veröffentlicht, von der eben Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung als Ziel vorgibt. 1986 war von dort her gesehen ein prägendes Jahr, zum Beispiel für die Entwicklung der Informatik, des Internets. Denn ja, die ersten Internetanfänge waren 1986, 87. Und plötzlich kam eine ganze Generation von kreativen jungen Leuten, die sich auf das Internet stürzte, denn das war ja ein unbelasteter Bereich. Gleichzeitig haben wir heute wunderbare Betriebswirte und tolle Juristen, hervorragende Journalisten, aber viel zu wenig Ingenieure und Naturwissenschaftler, denn wer konnte dann noch zur Firma Höchst gehen, nachdem der Main jeweils mit krebserzeugenden Chemikalien verseucht war? Wer konnte zu Ziba Geigy gehen dabei, wenn diese Firma ein Pestizid Atrazin ständig in den Rhein abgegeben hat? Ja, es passierte etwas, was heute mit den Bankern ähnlich zu sehen ist. Ja, es war praktisch nicht möglich für kreative, fantasievolle, aufgeschlossene Menschen, Chemie zu studieren und bei der Industrie mitzumachen. Das Gleiche passierte durch Tschernobyl für Physik und für die anderen Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften gleich mit dabei. Die Chemiefirmen haben schnell ihren Namen geändert. Sie heißen heute Aventis, Novartis, Clariant, Evonik, lauter Kunstnamen. Und man nannte es nicht mehr Chemie, sondern man nannte es nur noch Life Science sozusagen. Aber die kreativen Leute haben nicht mitgemacht. Darum eben hat sich das Internet so schnell entwickelt, weil dort kreative junge Leute hingegangen sind. Und darum hat sich auch die Effizienz so stark entwickelt, weil man sagte, ja, ich bin heute wirklich schlimm, ich bin schlecht, aber ich möchte 10% weniger schlecht sein, 20% weniger schlecht und am besten gibt es mich eigentlich gar nicht. Dadurch ist sozusagen vor 25 Jahren eine wesentliche Weichenstellung erfolgt darüber, wie sich die westliche Gesellschaft weiterentwickelt hat. Die traditionelle Chemieindustrie hat sich praktisch marginalisiert. Die Produkte wurden nach Indien, nach China gebracht. Man hat wunderbare Gesetzgebung gemacht bis heute, die Gesetzgebung REACH, die bedeutet, dass wenn Chemikalien in Europa gefertigt werden, müssen sie sehr strikten Kontroll- und Meldepflichten unterworfen werden. Wenn diese aber in China gefertigt werden, dann fallen sie nicht unter REACH. Das heißt, wir haben sozusagen, soweit wir gereicht haben, in Europa versucht, irgendwie Gesetzgebung zu schaffen. Dabei sind uns aber ganz wenige Fortschritte wirklich gelungen. Seit 24 Jahren untersuche ich und meine Kollegen zum Beispiel Muttermilchproben. Ja, es gibt keine einzige Probe an Muttermilch, wo Muttermilch als Trinkmilch vermarktet werden dürfte. Keine einzige. Ja, die Werte für Trinkmilch werden um ein Vielfaches überschritten, weil wir zu dumm sind, Chemikalien herzustellen, die in die Umwelt gelangen, ohne dass sie sich in den Lebewesen anreichern. Das heißt, wir sind dadurch nicht besser geworden. Wir haben im Prinzip nur das Bestehende in vielen Fällen weniger schädlich gemacht. Aber wenn ich weniger schlecht bin, bin ich noch lange nicht gut. Ich bin nur weniger schlecht. In dieser Logik übrigens hat die DDR die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Das heißt, man hat zwar lokal hohe Belastungen hinterlassen, aber ich habe 1991 eine
eine Kartierung der DDR gemacht nach Bodenqualität. Es gab in ganz Nordrhein-Westfalen keine vergleichbaren guten Böden wie in der DDR, ja, weil das System einfach ineffizient war. Ja, sie konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören und den Boden nicht so weit zerstören, weil das System halt nicht effizient war. Wenn ich also etwas falsch mache, dann mache ich es besser nicht effizient, weil es sonst nur perfekt falsch wird. Darum ist die erste Frage dabei zu sagen, was ist das Richtige, und nicht das Falsche richtig zu machen. Und aus diesen ganzen Umweltkatastrophen sozusagen ist dieses Gefühl entstanden, es wäre besser, es gäbe uns nicht. Ja. Sie kennen sicher nicht diesen Witz, wo ein Planet einen anderen trifft und sagt, du siehst wirklich schlecht aus heute. Und dann sagt der andere Planet, ja, ich habe Homo sapiens. Dann sagt der erste Planet, macht nichts, das hatte ich auch schon, das geht wieder weg. Ja. Also wir verstehen uns sozusagen als eine Plage für diesen Planeten. Darum versuchen wir, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Ja. Das ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Vielleicht merken Sie es daran, wenn Sie morgens auf die Toilette gehen, dann werden Sie in Zukunft immer für 10 Sekunden in schwere Depressionen verfallen. Und ich werde leider Ihre Ursache dafür sein. Weil jeden Tag müssen wir 2 Gramm Phosphat aufnehmen. Phosphor ist elementar wichtig für unsere Zähne, für unsere Knochen, für unsere Energiespeicherung. Vielleicht erinnern Sie sich noch im Biologieunterricht an das Adenosin-Diphosphat und Triphosphat, zum Beispiel die Energiespeicherung im menschlichen Körper. Können Sie sich vorstellen, wir hängen bei Phosphor von 2 Ländern ab. Eines ist China, eines ist die illegal besetzte Westsahara. Und wir trauen uns schon nicht mal, mit Marokko irgendeine Auseinandersetzung einzugehen, weil anders als beim Öl, wir wirklich bei Phosphor nur von 2 Ländern letztlich abhängen. Das Ölproblem, das Energieproblem werden wir, wenn wir schlau genug sind, früher oder später lösen. Vielleicht ein bisschen später, aber wir werden lernen, die Sonne zu nutzen als Energiequelle. Aber Phosphor, wir brauchen dafür Meteoriten. Ja, wir haben nicht genügend Meteoriteneinschlag. Wenn wir nicht Phosphor zurückgewinnen, sind wir allein über Phosphor zu viele Menschen auf der Erde. Phosphor reicht uns noch etwa für 30 Jahre. Es wird viel mehr Radioaktivität durch den Phosphatbergbau gefördert, als in allen Atomanlagen weltweit verwendet wird. Und es wird alles auf die Felder verteilt, weil die Grenzwerte für Radioaktivität in Düngemitteln völlig lächerlich sind, überhaupt nicht dem Problem angemessen. Das Erstaunliche ist, wir fühlen uns so schuldig, dass wir denken, es ist nur dann richtig, wenn wir nicht beteiligt sind. Sie selber schätzen sicherlich großenteils, wie ich sie einschätze, so um Bio-Nahrungsmittel. Ja? Und das ist nicht nur, weil wir gegen die Massentierhaltung protestieren, sondern weil wir wirklich einfach gute Lebensmittel haben wollen, umfassende Qualität. Darum ist es doch besonders traurig, dass es kein Demeter, kein Bioland, kein irgendein Biosiegel dieser Welt gibt, was erlaubt, dass unsere eigenen Stoffwechselprodukte zurückgehen. Ja? Es ist nur Bio, wenn unsere eigenen Exkremente nicht zurückgehen dürfen. Damit sind wir aber sofort zu viele, allein über Phosphor. Ist das nicht traurig? Sie sitzen also morgens auf der Toilette und wissen genau, dass sie am besten gar nicht da wären. Wir schauen uns immer nur den Energieteil an. Wir reden über den Treibhauseffekt der Energie, aber wir haben ganz viele Materialien, die sehr, sehr begrenzt sind. Phosphor ist das Kritischste. Weil wir können natürlich ohne Kupfer oder ohne Indium, ohne Gallium, ohne Germanium durchaus auskommen. Die Gesellschaft wird zwar anders aussehen dabei, aber damit können wir umgehen. Aber Phosphor ist elementar für uns. Und was tun wir? Wir haben in Hamburg zum Beispiel eine Müllverbrennungsanlage. Ja, die ist besonders wirksam, weil ihre Materialien dann nachher direkt in den Wegebau gehen können. Ja, und Sie sehen, wenn Sie entlangkommen auf der Autobahn Stellinger Moor, unsere Erde im Greifer einer Müllverbrennungsanlage, die Erde also etwas so dargestellt und gesagt, wir lassen sie nicht fallen, aber wir verbrennen sie eben. Ja? Wir verstehen es in der Umweltschutz, die Schlacken der Müllverbrennungsanlagen enthalten mehr Kupfer, ja, als die Auswirkungen der Müll, also sie verursachen mehr Müll als das gesamte Müllaufkommen Deutschlands. Also insgesamt erzeugt diese Firma Aurubis hier, früher die Norddeutsche Raffinerie, mehr Abfall als das gesamte Hausmüllaufkommen in Europas, viel mehr. Ja.
nur durch Kupferproduktion, weil eine Tonne Kupfer etwa 800 bis 900 Tonnen an Sonderabfall erzeugt. Das heißt, bei einer Million Tonnen Produktion sind Sie bei 600 bis 800 Millionen Tonnen an Abfall nur durch die Kupferproduktion. Die Kupferrecyclingrate war noch nie so gering in der Menschheitsgeschichte, weil durch die Effizienzanwendung die Materialien immer kleinteiliger verwendet werden, immer effizienter verwendet werden. Darum können wir sie umso schlechter wieder zurückgewinnen. Die Menschen reden über den Treibhauseffekt, aber erstaunlicherweise reden sie nicht darüber, dass der Treibhauseffekt im Wesentlichen letztlich vom Boden verursacht wird. Ja, wir machen Landbau, der den Boden massiv zerstört. Und was wir noch schlimmer tun, wir machen Biogas und verlieren dabei, wenn wir einen Hektar Mais anbauen, zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil der Mais den Boden systematisch zerstört. Das heißt, egal wie viel Biogas wir darauf gewinnen, es bringt uns eigentlich nichts. Es wird noch schlimmer, das nenne ich einen Ökologismus. Also wir wurden in den USA vor allem bekannt dadurch, weil wir George Bush hatten. Also George Bush war irgendwie ein Segen für uns. Also nicht, dass ich nicht klar sage, den Irak zu überfallen war ein Kriegsverbrechen. Nicht, dass ich sage, wir haben in den USA schlimmste Dinge erlebt durch den Präsidenten Bush, aber es gab auch durchaus positive Seiten. George Bush hat so klar gesagt, ich tue nichts. Ich tue garantiert nichts, wartet nicht auf mich. Ja? Und ich bin auch nicht sehr intelligent. Dadurch, dass er das gesagt hat, wussten die Menschen, woran sie sind. Ja? Während man hier so tut, als ob, so wie der Sozialismus nie sozial war, entsteht ein Ökologismus, der uns beschäftigt hält und uns davon abhält, selbst etwas zu tun. Das ist viel bedrohlicher. Also George Bush zum Beispiel war in Sydney gewesen, 2007 im November. Ich war zufälligerweise auch bei derselben Konferenz gewesen, habe dort einen Vortrag gehalten. Da war George Bush und er hat gesagt, I'm so glad to be in Austria. Ja. Austria. Ja. Er kann so wunderbar Austria sein. Ja. Aber er war in Australien. Ja. Also nach 7 Jahren in der Regierung wusste er den Unterschied nicht zwischen Österreich und Australien. Und nicht nur das, diese Konferenz, er dachte, Austria, das ist Wien, OPEC, dann hat er die OPEC-Konferenz eröffnet. Ja? Ja? Aber es war die APEC-Konferenz, die Asien-Pazifik-Konferenz. Ja? Wenn das Ihr Präsident ist, dann wissen Sie, dass Sie auch Potenzial haben. Ja? Ja? Und vor allem, Sie warten nicht mehr auf die Regierung. Ja? Was machen wir bei uns dazu? Sicherlich finden wir auch hier Leute im Raum, die sagen, ich habe meine Heizung auf Hackschnitzel umgestellt. Ja, ich habe jetzt verbrennendes Holzschnitzel und das ist ja nachwachsend. Indem man Einspeisevergütung bekommt, um Hackschnitzel zu verbrennen, Holzschnitzel zu verbrennen, stirbt im Moment in ganz Europa die Spanplattenindustrie ab. Weil jetzt ist es viel lukrativer, das Holz als Spanplatte, nicht als Spanplatte, sondern direkt zu verbrennen. Anstatt zuerst Baumaterialien zu machen, Möbel zu machen, dann daraus Spanplatten zu machen, dann daraus Zellstoff zu erzeugen, dann daraus Papier zu machen, ja, und dann die Schwämme zu verbrennen, davon verbrennt man jetzt direkt. Dadurch gehen 40 Mal mehr Arbeitsplätze verloren, als geschaffen werden durch Hackschnitzelheizungen. Das heißt, wir verlieren die ganze Industrie und die Industrie wandert jetzt nach Brasilien und bezieht zertifizierte Holzspäne aus Plantagenproduktion. Europa bezieht 3 Millionen Tonnen Palmöl aus Indonesien, überwiegend in Malaysia. Ein Hektar Regenwald hat etwa 6.000 Tonnen Kohlenstoff in Indonesien gespeichert, in Borneo. Ja, ein Hektar Palmölplantage hat etwa 70 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Was machen wir? Wir verwenden zertifizierte Plantagen. Das heißt, wir überlassen den Chinesen das Abholzen und wir nehmen das zertifizierte Palmöl. Das nenne ich Ökologismus. Man tut so, als ob, und hält die Menschen damit beschäftigt. Auf den Boden bezogen, wir bauen Landwirtschaft an, wir haben Landwirtschaft, die den Boden zerstört. Wir verlieren in einem Jahr so viel Boden, wie in 5000 Jahren gebildet wurde. Dabei ist der Boden der Hauptkohlenstoffträger. Ja. 2/3 des Kohlenstoffs ist nicht im Öl, nicht in der Kohle, sondern in der Vegetation und vor allem im Boden. Der Boden ist der eigentliche Kohlenstoffspeicher. Wenn wir den einbüßen, davon, dann können wir praktisch alle anderen Dinge fast vergessen. Das heißt, wie wir Land bearbeiten, ist entscheidend dabei. Schön, wir können etwas tun. Ein Baby braucht etwa 6.500 Windeln in Mitteleuropa. Andere Zahlen sind etwa 5.000 Windeln. Sagen wir, es sind 5.000 Windeln. Jetzt können wir das natürlich reduzieren.
für 10% von dieses Bild zeigt die den Windelberg von einem Baby von einem Jahr. Jetzt können wir sagen, ja klar, wir können das 10% reduzieren. Oder wir können sagen, ihr müsst jetzt Baumwollwindeln verwenden. Aber wie machen wir das, ohne die Menschen dazu zu zwingen, Baumwollwindeln zu verwenden? Und wenn wir Baumwolle erzeugen, brauchen wir für ein Kilogramm Baumwolle mindestens 20.000 Liter Wasser auch dabei. Jetzt können wir das reduzieren, aber was bringt das? Es wird in China innerhalb von Stunden ausgeglichen, wenn wir das tun. Wir sind dann zwar beschäftigt und sind dadurch weniger schlecht, aber wir haben letztlich nichts erreicht. Wir haben Dinge wie Flammschutzmittel zum Beispiel, die sich anreichern, die ich dann überall in der Muttermilch finde. Übrigens, dass kein Irrtum darüber ist. Es ist trotzdem sinnvoll, ein Baby zu stillen. Ja, auf jeden Fall. Denn die Mutter kann sich damit auf jeden Fall entgiften dabei. Ja. Aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber gut, nein, ich meine, Sie können es ja zukünftig so wie bei den Spartanern machen. Das erste Kind wird halt verworfen sozusagen. Ja. Aber das meine ich nicht. Also eine Mutter büßt etwa ein Drittel ihrer Schadstoffe ein, ihres gesamten Körpers, was in sich im Fettgewebe speichert, dadurch, dass sie ein Kind stellt. Aber das Gute daran ist, dass die Leber eines Babys eine ganze Weile nicht funktioniert. Erst so richtig funktionsfähig praktisch nach 6 bis 9 Monaten wird. Das heißt, das meiste an Schadstoffen rauscht durch. Es würde sonst zu akuten Vergiftungen kommen bei dem Baby, wenn das Baby tatsächlich diese Produkte verstoffwechseln würde. Tut sie aber nicht. Was ich aber dringend abraten will, wie in manchen Esoterikkreisen üblich, durchaus Babys 2, 3 Jahre zu stillen, das ist in der Tat extrem gesundheitsschädlich für das Baby. Also in keinem Fall. Übrigens, es hilft ihnen nicht, 3 Kinder zu haben und sich komplett zu entgiften dabei, weil es ist immer nur ein Drittel der bestehenden Belastung. Also es müssen schon 4, 5 Kinder sein dabei. Schauen Sie solche Dinge an, zum Beispiel die Europäische Union hat mich gerade gefragt, können Sie nicht mitwirken bei einer Monitoringstudie darüber, wie zum Beispiel aus Limonaden, aus Zuckern, aus verschiedenen Süßwaren ein Süßstoff frei wird, der heißt Zuckerlose. Er ist die Sucrose abgewandelt, überall Chlor ersetzt, dort wie Sie sehen, an diesen Stellen für die Hydroxylgruppen. Und dieser Süßstoff ist wirklich wunderbar in der Wirkung. Er ist 800 Mal süßer als Zucker und er hat keinerlei bitteren Beigeschmack. Aber er baut sich nicht ab. Ja. Das heißt, wenn er in die Umwelt gelangt, dann bleibt er dort. Ja. Bleibt dort, baut sich nicht ab. Die Europäische Union hat gefragt, wollen wir nicht eine Untersuchung machen, wo sich das am meisten anreichert? Da habe ich gesagt, ist doch toll, dass es diesen Süßstoff gibt. Die Erde hat doch einen Mangel an Süßwasser, den können wir damit lösen. Ist das nicht so? Ich habe mich geweigert, damit zu machen, denn warum sollen wir etwas untersuchen, was falsch ist von vornherein? Ja, dies muss gestoppt werden, denn es ist zumindest chemische Belästigung. Also die Menschen haben nicht nach diesem Zeug gefragt, wenn sie Wasser trinken. Dabei, die Tiere haben da nicht auch danach gefragt. Und auch wenn diese Einzelchemikalie vielleicht als Einzelne nicht schädlich sein mag, in der Summe mit vielen anderen, hat sie Auswirkungen, die wir nicht absehen können. Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie ein Glas Rotwein getrunken haben und gleichzeitig eine Aspirintablette nehmen, dass die Wirkung viel anders ist, wie wenn Sie extra Rotwein oder Aspirintablette haben. Das heißt, die Wechselwirkungen daraus sind nicht übersehbar. Wir finden ganz interessante Produkte, wo zum Beispiel, wenn Sie Coca-Cola trinken, kriegen Sie in der PET-Flasche, in der Kunststoffflasche, bis zu 80 Mal mehr Antimon mit in die Cola, als in Trinkwasser legal ist. Ich war darüber empört, als ich das analysiert habe und gesagt, Antimon, das kommt natürlich darauf an, wenn Sie eine Mehrwegflasche haben, ist die Oberfläche besonders zerkratzt, dadurch wird der Katalysator Antimon umso leichter ausgewaschen. Mit Zitronensäure oder Phosphorsäure beschleunigt sich der Prozess natürlich. Die Coca-Cola-Leute in Atlanta haben mir gesagt, das macht doch nichts, wir verkaufen ja kein Trinkwasser, wir verkaufen ja Coca-Cola. Und da müssen Sie sich natürlich nicht an die Trinkwasserverordnung halten. Antimon ist sehr stark krebserzeugend. Und insoweit gesehen ist es einfach ein falsches Produktdesign, eine falsche Gestaltung. Aus all diesen schlimmen Dingen, die ich Ihnen darstelle, dazu versucht sozusagen, ist die Schlussfolgerung traditionell zu sagen, wir möchten möglichst nicht da sein. Ja?
Kopenhagen zum Beispiel hat beschlossen, 2025 schon kohlenstoffneutral sein. Hamburg, nach meiner Erkenntnis, will 2050 kohlenstoffneutral sein. Sie können aber nur kohlenstoffneutral sein, wenn sie nicht existieren. Das ist die einzige Chance. Denn allein durch Denken sind sie nicht kohlenstoffneutral. Und sie werden, egal wie viel sie kompensieren, aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation nie zu dem Punkt zurückkommen, wo sie angefangen haben. Das heißt, es ist doch traurig. Schauen Sie zum Beispiel, ich war unlängst in Brasilien unterwegs, es gibt im Amazonasgebiet immer noch 600 Milliarden Bäume. Haben Sie jemals einen kohlenstoffneutralen Baum gesehen? Es wäre schlimm, wenn die Bäume kohlenstoffneutral wären. Aber unser höchstes Ziel ist es, nicht zu existieren. Und das hat Konsequenzen. Hier, unser Ziel ist Null Emission. Ja, Sie sehen Werbungen von Firma Toyota zum Beispiel. Ja, die hat eine Menge technische Probleme. Das heißt, wenn sie nicht existieren, können sie das erreichen, das Ziel. Das heißt, die Botschaft an den Kunden ist klar, besser kaufst du keinen Toyota, dann bist du schneller Null dabei. Aber selbst wenn sie sich jetzt erschießen würden, was ich sie bitte, bitte nicht zu tun, davon, weil in den USA hätte ich daraus ein Haftungsproblem, also selbst wenn sie sich jetzt erschießen würden, hätten sie immer noch Emissionen. Ja? Also es ist ein Ziel, was sie gar nicht erreichen können. Wo es wirklich traurig wird und auch tatsächlich eben deprimiert werden kann, ist, ich bitte um Entschuldigung, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit Deutsch, weil ich halt überwiegend in Englisch vortrage, ist, wenn Sie auf der linken Seite ein Bild sehen mit einem Baby, wo Sie sagen, das Ziel ist Null Emissionen. Das hat ganz drastische Auswirkungen. Ja, wir halten uns für Afrika einen Menschen wie Karl-Heinz Böhm, der wunderbare Arbeit macht. Aber die Entwicklungshilfe geht in Länder wie China, nach Indien zum Bau von Müllverbrennungsanlagen. Das gilt als Entwicklungshilfe. In Afrika ist ja dafür nichts zu holen. Unsere Entwicklungshilfe für Afrika ist nur ein Drittel, was sie vor 30 Jahren war. Weil wir sind ja zu viele. Und warum sollen wir das noch unterstützen? Ich bin durch Afrika gereist. Wenn Sie sehen, in den Krankenhäusern finden Sie ja, 65% der Menschen dort, weil sie krank sind durch Wasser, durch Infektionen, die sie durch Wasser bekommen. Nicht durch AIDS, nicht durch Tuberkulose, sondern allein durch Wasser. Ja. Sie werden krank, weil sie infiziert werden durch Wasser. Es würde uns 1 Cent kosten, am Tag ein Kind mit Trinkwasser zu versorgen. Die Stadt Hamburg könnte allein ein Land, zum Beispiel wie Äthiopien, mit Wasser versorgen. Wenn wir nur den Kindern dort Trinkwasser versorgen wollten, könnten wir das tun. Ja. Wir hätten das Geld eigentlich dafür. Aber wir lassen sie absichtlich sterben, weil es sind ja zu viele. Ja, wir haben dieses Gefühl, dass wir Schädlinge sind und die beste Schädlingsbekämpfung ist eben, die Leute umkommen zu lassen, bevor sie überhaupt das Alter von 3 oder 5 Jahren erreichen. Darum ist die Kindersterblichkeit so hoch, durch Infektionen von Wasser. Das heißt, wir nehmen das Billigen in Kauf, dass die Menschen umkommen, weil wir denken, wir sind ja Schädlinge. Das Erstaunliche ist, dass diese Werbeagenturen, das sind neue Werbungen, das ist ein halbes Jahr etwa alt, ja, wenn Sie das sehen, davon ist die Agentur zeigt einen Baum und schreibt darauf, das Ziel ist Null Emission. Dieser Baum ist aber nicht weniger schädlich. Er reduziert nicht seinen ökologischen Fußabdruck. Er minimiert nicht, er vermeidet nicht, er reduziert nicht. Dieser Baum ist nützlich. Dieser Baum macht zum Glück Sauerstoff. Das ist eine Emission. Ja. Dieser Baum reinigt die Luft. Dieser Baum ist Lebensraum für mindestens 200 andere Arten. Dieser Baum stellt Boden her. Dieser Baum reinigt das Wasser. Dieser Baum ist einfach förderlich, nicht weniger schädlich. Also, wenn es uns gelingen würde, Gebäude zu machen wie Bäume, Städte wie Wälder, warum müssten wir darüber reden, weniger schädlich zu sein? Aber das ist, wo wir sind. Ja? Ich komme in Saigon, also Ho Chi Minh Stadt, aus dem Flughafen heraus, und dann sehe ich den ganzen Flughafenweg entlang plakatiert, eine Firma, eine der großen Beratungsfirmen, zu sagen, how do you get more out of the same resource? Und die meinen das ernst. Ja? Darum eben mit Gentechnik Monsterkarpfen zu züchten dabei. Darum aus einer armen Kuh noch 50 Liter mehr herauszuquetschen, davon, um zu sagen, wir brauchen jetzt weniger Kühe dafür für dasselbe. Das ist Effizienzsteigerung. Ja? Ist das nicht traurig? Ja. Aber die meinen das wirklich ernst. Ja? Nennen das dann Ökoeffizienz. Als ich Kind war, hat eine Kuh etwa 5000 Liter Milch gegeben. Heute sind es etwa 13.000 Liter und wir denken, das ist ein Fortschritt.
Wir bekommen in Deutschland nur Geld bezahlt in steuerliche Förderung in Gebäuden, wenn wir nachweisen können, dass unsere Gebäude versiegelt sind, ja? Dass sie gasdicht sind. Das heißt, jetzt schon, wenn ich die Luftqualität in einem durchschnittlichen Hamburger Einfamilienhaus vergleiche mit der Luftqualität der Stadt Rotterdam, ja, dann ist die Luft im Gebäude etwa 3 bis 8 Mal schlechter als die schlechteste Außenluft in Rotterdam. Was ist jetzt? Jetzt versiegeln wir das Gebäude und machen es damit gasdicht und machen das Falsche damit perfekt. Asthma ist bei weitem die häufigste Kinderkrankheit. Das heißt, es geht nicht darum, sozusagen das Falsche perfekt zu machen, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige? Über die Hälfte der Gebäude in Hamburg haben Schimmel. Ja, und Schimmel löst Asthma aus. Wenn Sie jetzt die Gebäude versiegeln, kriegen Sie die Feuchtigkeit nur schlecht aus dem Gebäude heraus davon. Sie brauchen aktive Lüftungssysteme dafür. Wir kommen dann zurück und versuchen zu sagen, wir möchten doch zu Naturprodukten zurückgehen. Was ich tue, ist zunächst mal, ich bin Chemiker, darum schaue ich mir an, was ist in dem Produkt drin. Das heißt, ich packe einen Teppichboden, einen Gegenstand in eine Glaskiste und schaue, was kommt aus dieser Glaskiste heraus. Also was kommt in Chemikalien in die Luft und dann jedes Signal, was Sie hier sehen, ist mindestens eine Chemikalie. Die Peaks sind relativ niedrig im Verhältnis dazu, weil die Teppichindustrie etwa vor 30 Jahren sich Gedanken gemacht hat darüber, dass das Teppichböden stinken. Also es ist relativ wenig Signale und relativ niedrige. Jetzt sagen wir, oh nein, wir nehmen keinen Teppichboden aus Polyamid, wir nehmen einen Teppichboden aus Wolle. Ja. Dieser hat viel mehr Peaks, weil der liebe Gott hat das Schaf nicht für den Teppichboden erfunden, sozusagen. Das heißt, wenn ich ein Schaf zum Teppichboden machen möchte und dann noch Rotwein beständig, dann habe ich gar kein Schaf mehr, was als Teppichboden dient, sondern es ist nur noch ein Teflon-Teppichboden. Das nennt sich dann Scotchgard oder irgendwie ausgerüstet. Ja, Sie kommen mit der Wolle gar nie in Kontakt, Sie kommen nur in Kontakt mit dem Teflon. Und dieses Teflon gibt diese vielen Chemikalien ab, von denen viele extrem gesundheitsschädlich sind, von denen auch viele krebserzeugend sind. Ja, also das Naturprodukt einfach so zu übernehmen, kann nicht die Lösung sein. Was wir dann tun, ist, wir versiegeln unsere Tapeten, nur damit Sie sehen, wie viel da draus geht. Wenn Sie sagen, die Hälfte unserer Tapeten in Hamburg sind Kunststofftapeten, gut abwaschbar. Damit versiegeln Sie das Gebäude noch zusätzlich. Das Problem ist nur, dass die Tapete nie für Innenräume entwickelt worden ist. Sie ist nur entwickelt, dass sie nett aussieht und abwaschbar ist. Sie sehen hier dazu, dieser ganze Berg sind Chemikalien, die von dieser Tapete abgegeben werden. Das ist pro Quadratmeter 1 Milligramm pro Stunde. Also nie für Innenräume hergestellt. Dagegen sieht der Teppichboden relativ gut aus. Sie sehen hier ein Kinderspielzeug. Ich habe 2003 den Preis für grüne Chemie vom amerikanischen Präsidenten bekommen und habe gesagt, lieber Herr Präsident, schauen Sie sich dieses Bild an. Das ist Polly Pocket. Mattel, der wichtigste Spielzeughersteller weltweit davon. Diese Spielsachen sind nie für Kinder hergestellt. Sie sind nur hergestellt, dass sie billig sind. 1 Euro kosten sie in der Herstellung, kommen für 20 Euro auf den Markt bei uns. In jedem Signal ist mindestens eine Chemikalie dabei. Ich habe gesagt, lieber Herr Präsident, Sie müssen nicht in den Irak fahren, um Chemiewaffen zu finden. Davon, hier sind sie. Ja. Aber jetzt mal alle ganz, das ist doch Terrorismus. Wenn ich Kinder, die nur spielen wollen, ja, solchen krebserzeugenden Stoffen aussetze, dann ist das Terrorismus. Oder in amerikanischer Logik auch Homeland Security. Ja? Wenn das Homeland ist doch bedroht, wenn ich Kindern Krebs aussetze dabei. Das ist Terrorismus. Übrigens, die Europäische Union hat darauf reagiert. Ich habe das bei einer Anhörung vorgestellt. Anstatt 39 Chemikalien werden jetzt 64 Chemikalien verboten. Wir finden aber in Mattel-Spielsachen für die Umwelt und für die Gesundheit über 600 schädliche Chemikalien. Ja. Also was hilft es, ein paar mehr zu verbieten davon? Das nenne ich Ökologismus. Man tut so, als ob. Schön, man kann auch Arbeitsplätze mit Allergien schaffen, mit Asthma natürlich auch. Ein leukämiekrankes Kind schafft etwa 9 Arbeitsplätze. Aber ist das wirklich das, was wir wollen? Sie sehen hier zum Beispiel VW-Bremsbeläge. Opel ist das gleiche, Ford ist genauso. Da steht darauf, frei von Asbest. Ja? Denken, wunderbar, frei von Asbest. Toll, die tun ja was. Ja? Der Ersatz ist aber Antimonsulfid. Und das ist viel stärker krebserzeugend. Ja? Und Sie können das nachlesen. Ich veröffentliche das natürlich mit meinen Kollegen zusammen, dass Sie sehen können. Das ist nicht irgendwie eine nette Idee.
Die schreiben drauf, frei von Asbest, weil Asbest verboten ist. Sind Sie froh, ich lade Sie zum Abendessen ein und sage, es ist frei von Hähnchen. Das hilft Ihnen auch nicht viel. Ja. Das heißt, Sie müssen positiv definieren, was drin ist. Nicht frei von. Ja. Hier sehen Sie dazu. Ja. Das sind die Kunstbelege. Unsere Autoreifen halten jetzt doppelt so lange wie vor 30 Jahren etwa. So denken die Leute, oh, toll, wir schützen hier die Umwelt, wir brauchen jetzt die Autoreifen weniger. Ja. Aber es hat niemand gefragt, was in den Autoreifen drin ist. Es werden etwa 600 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. 500 von denen durften nie in die Umwelt gelangen. Jetzt ist der Reifenabrieb viel feinteiliger, ja, dadurch viel leichter einzuatmen. Wir haben alle 100 Quadratmeter Oberfläche, die wir als Filter verwenden können, wenn wir fest Fahrrad fahren. Ja, das ist unsere Lunge, ein wunderbares Filter. Aber dort gehören die Reifenabriebe nicht hin. Durch Ökoeffizienz halten die Reifen länger, aber der Abrieb ist viel, viel schädlicher für uns, weil wir ihn viel leichter einatmen. Das heißt, das Falsche hat man perfekt gemacht. Wenn man von Hamburg nach Kiel möchte, hilft es uns nicht, effizient nach Hannover zu gehen. Das heißt, wir müssen uns ansehen und sagen, was ist das Richtige? Die Grundfrage ist aber, was ist unsere Rolle auf der Erde? Und die ist wirklich zu stellen. Wenn wir denken, dass wir ein Umweltproblem sind, dass wir Schädlinge sind, dann versuchen wir möglichst wenig schädlich zu sein. Es kommen öfters junge Leute an und sagen, soll ich überhaupt noch Kinder haben? Ja? Davon. Und wir haben unsere großen Helden. Ja? Wir sagen, ja, Al Gore sagt, für die Heilung der Umwelt ist kein Ziel entscheidender als die Stabilisierung der menschlichen Bevölkerung. Ja? Human Population Stabilizing. In Israel sagt man, wenn du ein Menschenleben rettest, ja, sich erinnern sich so Schindlers Liste und sowas, rettest du die Welt. Ja? Bertolt Beitz hat es auch gesagt. Hier heißt es, je mehr du umbringst, desto besser. Ja. Sie sehen an Al Gore das ganze Dilemma des Problems. Al Gore sagt, the greenhouse effect is a moral issue. Ja, ein moralisches Thema. Darum hat er nichts machen können, als er in der Regierung war. Weil wenn man in der Regierung ist, kann man natürlich nicht moralisch sein, oder? Das heißt, er zeigt nachher in einem Film, und immerhin haben wir dadurch wieder viel Zeit gewonnen, dass er schon im Kindergarten wusste, dass es einen Treibhauseffekt gibt, so etwa. Ja. Aber er hat nichts gemacht. Im Gegenteil, er war derjenige, der in Kyoto das Kyoto-Abkommen so verwässert hatte, dass es praktisch nutzlos war, ohne dass es ratifiziert wurde später. Davon, weil er sagte, wir können das unserer Industrie nicht antun. Es ist kein Moralthema. Wer sich heute nicht um den Treibhauseffekt kümmert, ist einfach nur ein Idiot. Ja. Ich brauche da keine Moral dafür. Es reicht mir völlig die Saturn-Media-Generation aus, also junge Leute, die nur nicht blöde sein wollen. Ja. Also darauf brauche ich keine Moral mehr. Es reicht ein bisschen Selbstwertgefühl völlig aus. Ja. Aber hier sind wir. Wir sagen, wir sind heute 100% schlecht, 90% schlecht und unser Ziel ist es, null zu sein. Ja, Schuldmanagement. Vermeiden, reduzieren, minimieren und das Ziel ist null. Das ist Ökoeffizienz. Wir sagen, warum Effizienz? Die Natur ist nicht effizient. Schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an. Kein Sparen, kein Vermeiden, kein Verzichten, kein Reduzieren. Aber ein Kirschbaum ist effektiv. Ja. Also nicht etwas richtig zu machen, sondern zu fragen, was das Richtige ist. Und jetzt kann ich sagen, schaut mal, dort werden wir 2020 sein. Ja. Dort oben. Und jetzt sind wir hier. Und je mehr ihr von unseren Dingen kauft, desto schneller kommen wir voran. Das heißt, das Kaufen wird sogar was Gutes. Sonst sage ich doch, muss ich wirklich einen neuen Teppichboden haben, könnte ich nicht noch ein Jahr warten. Dadurch verlangsame ich aber die Änderung. Wenn ich eine Waschmaschine für 30 Jahre behalte, dann kann ich die Änderung nie umsetzen. Wir reden dafür dann, dass wir langlebige Produkte haben wollen als Umweltschutz. Dadurch können die Dinge aber nicht geändert werden. Erstens mal lebt die Waschmaschine nicht. Ja? Es ist eine menschliche Projektion, langlebig. Wir wollen lange leben, also soll unser Kind, Waschmaschine oder Auto auch lange leben. Aber die leben doch gar nicht, die Produkte. Unsere Kinder sind die einzig lebenden Produkte sozusagen. Ja, das heißt, wenn ich ihnen jetzt einen Computer gebe und sage, der hält 30 Jahre, dann sagen sie, was für ein Idiot. Ja. Aber Langlebigkeit als großes Ziel? Es ist sicher sinnvoll, Öl einzusparen, weil es ist einfach dumm, Dinge zu verbrennen und in die Erdatmosphäre zu geben, wenn nur 2,1% der Erdkruste aus Kohlenstoff bestehen, aber 95% aller unserer Substanzen, die wir brauchen, Kohlenstoff benötigen, dann ist es einfach nur dumm, es in die Atmosphäre zu geben, die Weltmeere zu versauern, dabei, wenn wir diesen Kohlenstoff doch brauchen, und zwar als Material. Die Menschen reden über ein Energieproblem, aber es gibt kein Energieproblem, es gibt ein Materialproblem. Kohlendioxid ist ein Material, Stickoxide sind ein Material. Ja?
Methan ist ein Material. Es geht also nicht um Energie allgemein, sondern um Kohlenstoffmanagement, Stickoxidmanagement. Wie gehen wir mit den Dingen um? Und dies in die Atmosphäre zu geben, ist dumm. Darum ist es sicher sinnvoll, diesen roten ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Da ist kein Unterschied zu Ernst Ulrich von Weizsäcker auch. Aber bitteschön, wo ist denn unser nützlicher Fußabdruck? Für weniger schädlich sind wir zu viele. Und nicht nur das. Eben, wie gesagt, was haben wir gemacht mit unserem Papierrecycling? Papier ist nie für Recycling entwickelt worden. Ja, wir gewinnen ein bisschen Fasern heraus und den Rest verbrennen wir in Zementwerken. Die 90er Jahre haben wir genutzt, um gleiche Lebensverhältnisse herzustellen. Wir haben Millionen und Abermillionen Tonnen an Schlämmen aus der Altpapieraufbereitung in die neuen Bundesländer gegeben, als angebliche Bodenverbesserer. Ja. Ja gut, wir haben versprochen, gleiche Lebensverhältnisse herzustellen. Die haben wir jetzt sozusagen dabei. Ja. Also bitteschön, die falschen Dinge zu recyceln, hilft uns gar nichts dabei. Wenn Sie in Schweden sind, bedeutet Ihr Fußabdruck Zerstörung. Oder wenn Sie im Hochgebirge mit dem Mountainbike fahren, ja, mit diesen ganzen Idioten dabei, oder Skifahren dazu, dann zerstören Sie die Vegetation. Ja. Aber wenn Sie in Italien sind, ja, wir häuschen in Toskana zum Beispiel, dann merken Sie, dass Ihr Fußabdruck bedeutet, dass das Wasser länger an der Wiese stehen bleibt, auch in Texas. Also, warum möchte ich nicht einen großen Fußabdruck haben, der aber ein Feuchtgebiet wird? Warum möchte ich nicht nützlich sein? Warum möchte ich weniger schädlich sein? Das ist ganz erstaunlich. Also, es geht darum zu fragen, was das Richtige ist. Nicht etwas richtig zu machen einfach. Weil wenn die Dinge falsch sind, dann machen sie mir nur perfekt falsch. In Holland versteht man das ganz leicht. Das ganze Land ändert sich im Moment nach Cradle to Cradle. Weil in Holland versteht man die Denkweise viel leichter, wenn sie eine Gesellschaft auf Blumen aufgebaut haben. Ja, es gibt nichts Uneffizienteres, Ineffizienteres als Blumen. Ja. Aber wenn Sie Ihre Frau geärgert haben, ja, und nach Hause kommen mit 50 Rosen, völlig ineffizient, aber sehr effektiv. Ja. Ja. Oder stellen Sie sich vor, ja, also eine durchschnittliche Frau braucht in Deutschland etwa 6,3 Kilogramm Lippenstift während ihres Lebens. Ja. Das ist nicht ganz korrekt und es ist auch nicht fair. Und erlauben Sie mir zu später Stunde, es Ihnen auch so zu sagen. Also erstens mal, wir können nicht genau rechnen, wie viel weggeküsst wird. Ja? Das ist das eine. Wir können nur schauen, wie viel aufgetragen wird. Das zweite ist, also unter uns Männern, es gibt ja keine durchschnittliche Frau. Ja? Jede Frau ist ja besonders irgendwo, oder? Aber das wollte ich jetzt weniger sagen eigentlich. Wenn Sie sich anschauen, ein Lippenstift ist völlig ineffizient, aber eben sehr effektiv. Ja? Oder sehen Sie sich Van Gogh an, zum Beispiel ein Gemälde. Stellen Sie sich Mozart effizient vor. Stellen Sie sich ein effizientes Abendessen vor. Ja? Eine Tablette mit Hamburg-Geschmack und ein Glas Wasser. Sehr effizient. Ja? All das, was im Leben wirklich zählt, ist nicht effizient. Stellen Sie sich vor, sich in jemand effizient zu verlieben. Ja? All das, was wirklich zählt, ist nicht effizient. Warum bitte schön überall Effizienzsteigerung, Ressourcenproduktivität? Wir sagen, lasst uns doch mal anfangen. Lasst uns definieren, wo wir sind und dann lasst uns sehen, wo wir hin möchten. Und dann können wir alle Dinge nochmal neu erfinden. Dafür sind ein paar einfache Grundprinzipien wichtig. Jeder Abfall ist Nahrung. Die Natur kennt keinen Abfall. Sie kennt nur Dinge, die wiederum in andere Kreisläufe gehen. Und natürlich nutzt die Natur die Sonne als Energieträger. Und es geht darum, die Vielfalt zu unterstützen. Im Buch habe ich noch geschrieben, die Vielfalt und nicht nur die Artenvielfalt, auch die kulturelle und soziale Vielfalt zu respektieren. Aber sie wird trotzdem verschwinden, weil effiziente Systeme sie dann zerstören werden. Also es bedeutet eine aktive Förderung von Vielfalt, nicht nur eine Respektierung. Wir unterscheiden dabei zwischen zwei Kreisläufen. Die Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Nahrungsmittel, Waschmittel, Dinge, die sich chemisch, physikalisch ändern, werden so gemacht, dass sie biologisch nützlich sind. Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, ja, wie Fenster zum Beispiel, werden so gemacht, dass sie technisch nützlich sind. Dadurch entstehen völlig andere und neue Produkte. Das heißt eben nicht weniger schädlich. Dafür möchte ich Ihnen Beispiele geben. Gehen wir zunächst auf die biologischen Kreisläufe. Wenn Sie diese Sitze nehmen, hier des Planetariums, dann sind die Zuschnitte bei der Herstellung so giftig,
weil sie ja flammengeschützt sein müssen, dass man im Fall eines Feuers hier heraus kann und sie müssen stabil sein und müssen ja lange halten, sind die Zuschnitte so giftig, dass sie in Europa als Sondermüll bei der AVG zum Beispiel in Hamburg verbrannt werden müssen. Und wir denken, das sei Umweltschutz. Wenn Sie aber jetzt auf dem Stuhl hin und her rutschen, weil Sie zum Beispiel neben einer schönen Frau sitzen oder weil Sie meinen Vortrag ärgert oder wie auch immer, dann essen Sie faktisch diesen Bezugsstoff mit. Also haben wir als erstes gesagt, wir möchten, dass diese Sitzbezüge, auf denen wir sitzen, das war 1991, jetzt vor 21 Jahren, dass sie essbar sind. Weil ich esse sie faktisch ja mit. Das heißt, wir suchen alle Zutaten heraus, dass man sie auch essen könnte. Und Sie sehen, die Zuschnitte können dann als Taufersatz in Gärtnereien gehen und Sie können dadurch Herbizide verzichten darauf, weil der Boden bedeckt ist. Und gleichzeitig brauchen Sie keinen Torf, denn das Wasser wird gespeichert in den Fliesen, die dabei entstehen. Und Sie haben kein Müllproblem. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher, die Lagerhaltung ist einfacher und Sie verbrauchen keine Verbrennungsanlage. Wenn Sie Verbrennungsanlage schon stehen haben, so wie in Hamburg, dann müssen Sie die verzweifelt füttern. Ja? Weil sie ja gar nicht anders können. Die Anlage ist ja schon da. Wir setzen das um. Und nicht nur bei Flugzeugsitzen. Sie finden das, wenn Sie Deutsche Bahn reisen, Österreichische Bundesbahn. Ja. Und Sie finden es nicht nur in der ersten Klasse. Seit 2005 werden unsere essbaren Bezugsstoffe systematisch umgesetzt. Sie erreichen inzwischen den wichtigsten Marktanteil. Der neue Airbus wird nur noch nach unserer Kenntnis mit unseren Bezugsstoffen überhaupt ausgeliefert, weil die Luftqualität in einem Flugzeug, in einem Zug, in einem Auto natürlich ein massives Problem darstellt. Das heißt, wir können jetzt 30 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Qualität umsetzen. Dadurch entstehen schöne Produkte. Übrigens rate ich Ihnen nur, erste Klasse zu fliegen, weil die Luftaustauschrate, haben wir gemerkt, in diesen Flugzeugen ist in der ersten Klasse 16 Mal höher als in der Holzklasse dabei. Also die Menschenrechte sind kein Faktor 5, sondern ein Faktor 16 offensichtlich dabei. Also fliegen Sie nur erste Klasse. Und wenn Sie die Umwelt dabei schützen wollen, können Sie vieles tun. Also zum Beispiel nehmen Sie eine Abführtablette, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Ja? Weil wenn Sie das tun, dazu können Sie Ihr Gewicht reduzieren. Ja? Wenn das alle machen, ja, es gibt ja diesen wunderbaren Direktflug dazu Continental von Hamburg nach New York. Wenn alle das machen würden, eine Abführtablette nehmen und die Leute wirklich sind traviat, wenn sie doch nicht eine Stunde, 15 Minuten spätestens vorher eingecheckt haben, dann nehmen sie die wirklich nicht mit, aus Sicherheitsgründen. Also, sie sind 2 Stunden, 3 Stunden früher am Flugzeug. Was würde es ihnen ausmachen, eine kleine Tablette zu nehmen, Toilette aufzusuchen? Sie können alle was für die Umwelt tun. Wenn es alle machen würden dazu, könnte diese Maschine etwa 4 bis 5 Tonnen Kerosin einsparen. Ja? Weil ohne Magen-Darm-Trakt-Inhalt sind sie so viel leichter. Ja? Damit schützen sie die Umwelt. Damit könnten sie 3 Einfamilienhäuser praktisch heizen. Allein mit dem, was sie mit ihrem kleinen Beitrag hier leisten könnten. Und wenn sie alle noch nackt fliegen würden, würde es nochmal 2 Tonnen Kerosin sparen. Sie können vieles dabei tun in dieser Logik. Ja? Also wie gesagt, an dieser Stelle sehe ich ein paar ungläubige Blicke dazu und sagen, das ist doch ein Wissenschaftler, ist das Kabarett hier? Nein. In der Praxis ist der Umweltschutz so definiert. Sie kommen in jedes Hotel und Sie sagen, reduzieren Sie den Wasserverbrauch. Ja? Schalten Sie den Thermostat zurück. Das sind alle diese Umweltschutzdinge. Sie können was tun, zum Beispiel, wenn Sie im Gebäude nicht die Treppen nehmen, schützen Sie die Umwelt. Ja? Weil eine menschliche Kalorie zu erzeugen für eine Vegetarierin mindestens 5-mal weniger Energieaufwand braucht, als den Aufzug zu nehmen. Also wer die Treppe nimmt, braucht 5-mal mehr Energie, als wenn ein völlig ausbalanciertes System mit dem Aufzug nutzt. Also wer die Umwelt schützen will, muss immer Aufzug fahren. Immer. Ja? Außerdem sterben sie dann ein bisschen früher und schützen die Umwelt noch mehr dabei. Also sie können alles was tun dabei. Ja? Aber ist das wirklich, was wir meinen? Wir können das umsetzen. Sie sehen hier, ja, es gibt inzwischen sogar Zertifizierung. Zertifizierung für Cradle to Cradle ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich rede und wo wir uns unterhalten über die Zukunft. Denn eine Zertifizierung ist immer für die Vergangenheit. Ja. Sie können die Zukunft nicht zertifizieren. Ja. Aber in den USA, weil das ja alles einklagbar sein muss, brauchen wir hier zum Beispiel dänische Bezugsstoffe dazu von Gabriel, eine große Firma, die sind stolz darauf, Cradle to Cradle in allen Farbtönen sozusagen. Ja. Sie sehen es hier dazu, Trigema. Ja. Wir haben das erste Schwarz gemacht, was man auf der Haut tragen kann. Bis vor 4 Jahren gab es kein Schwarz, das man auf der Haut tragen konnte, ohne nicht dabei früher oder später krank zu werden. Ja?
Henry Ford hat gesagt, ihr könnt jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Wir mussten immer sagen, ihr könnt jede Farbe haben, solange sie nicht schwarz ist. Denn bis dahin war kein Schwarz dafür gemacht, dass man es auf der Haut tragen konnte. Hier dazu ein Druckerzeugnis. Ich habe auch Proben dabei, die ich Ihnen nachher gerne zeigen kann. Wir haben jetzt für unsere Weihnachtskarte zum ersten Mal ein Druckerzeugnis, was man wirklich kompostieren kann. Ja? Sonst gibt es kein Buch, keine Zeitung, die man kompostieren kann, ohne den Boden nicht massiv zu vergiften. Also das Gelb zum Beispiel im Druckbereich ist selbst in China in der Textilindustrie seit 8 Jahren verboten, weil es so extrem umwelt- und gesundheitsschädlich ist. Wir haben die falschen Dinge optimiert, wir recyceln Papier. Wenn Sie 1 Kilogramm Recycling-Toilettenpapier nehmen, verseuchen Sie damit bis zu 5 Millionen Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert, nur weil die Druckfarben und die Papierhilfsmittel nie hergestellt worden sind für Kreisläufe. Gar nie. Jetzt haben wir ein Papier zum ersten Mal in Österreich, womit Sie den Ofen anbrennen können und die Asche wirklich im Garten geben können. Ja, das sind die biologischen Kreisläufe, die wir dadurch machen, dass sie nützlich sind, nicht weniger schädlich. Übrigens, die neuen Bezugsstoffe, die wir machen, sind nicht nur kompostierbar. Das sind wir ja alle. Das ist ja noch keine Leistung. Wir kommen ja schon auf die Welt kompostierbar. Das ist eigentlich nur das Minimum. Das ist so wie nachhaltig. Ja. Ja, wir denken, das größte Ziel ist, nachhaltig zu sein. Ja. Toll. Keine Innovation ist nachhaltig, sonst wäre es ja nicht keine Innovation. Für die Waschfrauen zum Beispiel am Fluss Jagst, wo ich das noch kenne von Bildern her und auch von meiner Mutter her, die dort als Waschfrau gearbeitet hat, war die Waschmaschine natürlich nicht nachhaltig. Ja. Für die Leute, die ein Mähdrescher erfunden haben, war natürlich der Binder und das Garben und die Sichel, dafür war das nicht nachhaltig. Keine Innovation ist nachhaltig, sonst wäre es ja keine Innovation. Aber wir denken, Nachhaltigkeit ist unser großes Ziel. Das ist erstaunlich, allein vom Begriff her. Wenn ich Sie frage, so, wie geht es Ihnen so mit Ihrem Mann? Ja, was sagen Sie dann? Nachhaltig. Ja. Dann sage ich, oder auf Englisch, sustainable. Ja. Man kann es aushalten. Ja. Das ist unser großes Ziel. Das ist ziemlich traurig. Also wir setzen Dinge um und das in großen, vielen Beispielen. Inzwischen gibt es etwa 1100 solche Produkte auf dem Markt. Aveda zum Beispiel, Kosmetika umsetzen. Aber der technische Kreislauf ist letztlich gesehen der interessantere noch. Weil der biologische Kreislauf ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Der technische Kreislauf braucht ein bisschen anderes Denken. Wir haben jetzt Returnity zum Beispiel in Österreich, wo man solche wertvollen Bezugsstoffe gar nicht mehr verkauft, sondern nur noch ausleiht. Denn eigentlich, wenn ich einen Bezugsstoff wirklich gut mache, dann verschleißt er nur zum ganz kleinen Teil. Das heißt, es gibt sozusagen einen Rücknahmepass von vornherein mit dem Verkaufen, nennt sich Returnity. Wollen Sie wirklich einen Schreibtischstuhl haben oder wollen Sie nur gesund sitzen? Wir schaffen es für Herman Miller, für Steelcase, für Chiroflex, für Arendt, für praktisch alle großen Hersteller für Büromöbel inzwischen Cradle to Cradle zu machen. Die Firma Steelcase, weltgrößter Hersteller von Büromöbeln, wird dieses Jahr 100 Jahre alt und mit dem 100. Jubiläum werden Sie vorstellen, dass alle Ihre Produkte Cradle to Cradle sind. Alle. Seit 1994 angefangen, inzwischen alle Produkte umgestellt. Übrigens, das ist lustig, einer dieser Stühle wurde hier in Hamburg designt mit einem Designer dazu hier an der Designschule. Diesen Stuhl können Sie in 32 Sekunden auseinanderbauen. Dadurch ist der Zusammenbau viel einfacher. Das heißt, Sie können den Menschen gesundes Sitzen verkaufen. Sie müssen nicht mehr die billigsten Materialien einsetzen, die eben stinken, sondern die besten. Das ist der erste Schreibtischstuhl in der Menschheitsgeschichte gemacht für Innenräume. Ja, für Innenräume hergestellt. Sie sind hier bei Arendt auch dazu umgesetzt, ja, hier bei Chiroflex in der Schweiz. Also es lässt sich machen. Ich will Ihnen das genau deshalb zeigen, davon, dass es nicht nur eine nette Idee ist, sondern dass es sich einfach umsetzen lässt. Wir haben hier den ersten Fernseher von Philips gemacht, der erste Fernseher für Innenräume. Verglichen dazu sind Sie ein echter Umweltschädling. Ja. Also Ihr Ausgasungsverhalten persönlich, ein Formaldehyd zum Beispiel, ist etwa, und das, wenn Sie nackt sind, also nicht, wenn Sie Kleider dabei sehen, dazu ist etwa 50 Mal höher, als dieser Fernseher hat. Ja. Das ist der erste Fernseher für Innenräume hergestellt. Das ist der erste Fernseher ohne seltenen Erden. Und dann kann er natürlich auch energiesparend sein. Diesen Fernseher könnte man den Menschen verschenken, wenn man nur die Einsparung für 15 Jahre bekommen würde. Natürlich kein PVC drin und alle viele Dinge. Das ist das Ausgasungsbild.
die Signale, die Sie hier sehen, erinnern Sie sich noch an die Kinderspielsachen, das ist der gleiche Maßstab. Ja? Die Signale, die Sie hier sehen, sind nur Kontrollpeaks, also Signale, die wir reingepackt haben, um zu wissen, ob unser System wirklich in Ordnung ist. Ja? Das heißt, der erste Fernseher für Innenräume. Ja? Also Sie persönlich geben 50 mal mehr Schadstoffe ab, als dieser Fernseher davon. Wir haben Teppichböden auf dem Markt, wo man den Menschen nur noch die Nutzung der Teppichböden verkauft, nicht mehr den Teppichboden selber. Denn ich will doch gar keinen Teppichboden haben, ich möchte eine schöne Fußbodenverpackung haben, ich möchte eine andere Akustik und Optik und Ästhetik haben. Darum geht's. Es geht also nicht mehr um Moral, sondern es geht um Qualität. Ein Teppichboden, der stinkt, ist einfach nur ein schlechtes Produkt. Also es geht uns nur um umfassende Qualität. Oder im europäischen, romantischen Sinne ausgedrückt, es geht um unsere Schönheit. Ja. Also ich habe ja gar nichts dagegen, dass man die Dinge dann mit Gefühlen versieht. Aber zuerst mal zu fragen, was ist es? Also schauen Sie, die Nachhaltigkeit war durchaus wichtig als eine Vergangenheitsbewältigung. 1712 ist der Begriff in Deutschland entstanden, in Freiberg in Sachsen. Und man hatte praktisch ganz Mitteleuropa abgeholzt. Es gab kein Schwarzwald, kein Harz. Es gab kein Westerwald, es war alles weg. Es gab nur in Bayern ein zusammenhängendes Waldgebiet im Bayerischen Wald. Alles andere war im Prinzip gesehen nicht mehr vorhanden. Der Boden wurde ausgewaschen, die ganzen Flüsse waren voll mit Sedimenten und dann hat man ein schlechtes Gewissen bekommen und das war eine Riesenleistung. Man hat gesagt, das ist nicht nachhaltig, wir können nur so viel aus dem Wald entnehmen, wie nachwächst. Das ist aber ein Schuldmanagement. Man hat das aber genutzt, um wieder aufzuforsten. Zuerst hat man Männerchöre gegründet und den Deutschen Wald besungen. Ja? Ja, über allen Wipfeln ist Ruhe, den armen Goethe auch noch damit beschäftigt. Man hat vor allem den Wald auch dämonisiert. Ganz wichtig. Es war wichtig, Hänsel und Gretel und Rotkäppchen war wichtig, weil die Bauern nämlich bis dorthin, die ihr Vieh in den Wald gebracht haben, um es zu mästen mit Eicheln und Bucheckern, davon und dadurch das Nachwachsen des Waldes immer verhindert wurde. Darum musste der böse Wald gleichzeitig entstehen, dass man sagte, bleib bitte aus dem Wald heraus, das ist gefährlich. Das war eine große Kulturleistung. Heute sind über 40% Deutschlands bewaldet und der Wald ist die einzige Form von Landwirtschaft in Deutschland, wo Boden entsteht. Auch bei Biolandbau entsteht kein Boden, auch dort wird Boden abgebaut. Schön, dieser Teppichboden ist also so, dass man ihn nur noch 3 Jahre, 5 Jahre als Versicherung abgibt. Und dieser Teppichboden ist nicht nur nicht giftig, sondern er reinigt die Luft. Ja? Er bindet die Feinstäube. Denn wir unterhalten uns über Alkohol. Ja? Alkohol ist sicherlich ein großes Gesundheitsproblem. Und es ist sicherlich auch richtig, auf Jugendliche einzuwirken, Koma trinken und etc. zu unterlassen. Aber die Jugendlichen sterben doppelt so häufig durch Feinstaub als durch Alkohol. Und beim Alkohol kann ich bis zu bestimmten Punkt noch entscheiden, ob ich trinken möchte. Beim Einatmen kann ich praktisch nicht entscheiden, was ich tue. Also ist der Feinstaub, Laserdrucker zum Beispiel in Gebäuden. Davon, ja, darum machen wir Teppichböden, die wie ein Blatt an einem Baum die Luft reinigen. Nennt sich dann Air Master. Ja toll, Air Master. Na gut, diese Firma ist inzwischen das profitabelste Teppichbodenunternehmen weltweit. Als wir mit ihnen angefangen haben zu arbeiten, sagte jeder, muss ich wirklich einen neuen Teppichboden haben, den kann ich doch ein bisschen reinigen und dann ist er sauber. Jetzt weiß jeder Kunde, je mehr ich von der Firma kaufe, desto schneller kommen die voran. Ja. Und ich will Ihnen ausdrücklich nicht sagen, für eine Firma, deso können Sie in Deutschland gar nicht erwerben. Und ich sage Ihnen auch nicht, unter welcher Marke Sie diese Teppichböden hier erwerben können. Denn ich bin nicht ein Staubsauger oder ein Teppichbodenvertreter. Ich will Ihnen das Prinzip erklären. Diese Teppichböden reinigen die Luft wie ein Baum einen Wald. Im Wald einen Baum reinigt die Luft. Ich mache einen Plan. Ich sage, wo ich bin. Und dann sage ich, wo ich hin will. Und natürlich braucht es dafür einen Vorstandsvorsitzenden und es braucht ein Team, was das umsetzt. Jetzt kann ich im Internet jeden Tag sehen, was das Unternehmen tut. Und da ich auch nicht perfekt bin, ist das Unternehmen ja auch noch nicht perfekt. Aber ich sage, schaut mal, dort seid ihr und wo werdet ihr 2020 sein? Das Unternehmen ist bereits jetzt 2 Jahre im Zeitplan voraus davon. Weil es natürlich, man freut sich jetzt, dass das Unternehmen profitabel ist. Ja. Denn wir sehen das umgesetzt. Die Chemiker sind stolz, Chemiker zu sein dabei. Ja. Also nicht so, wie sie heute sagen, oh, ich bin Banker, ja, so ähnlich sozusagen. Nein, sagen, ey, ich bin Chemiker. Ja. Was sie nämlich wissen sollten, ist, dass wir in Deutschland uns vor allem im Wege stehen, weil wir die Natur romantisieren. Ja. Wir reden von Mutter Natur. Ja. Wenn wir von Mutter Natur reden, ist das Kind immer schlecht, weil die Mutter muss ja gut sein. Die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind aber Naturstoffe.
Unsere natürliche Lebenserwartung ist etwa 30 Jahre. Dass wir älter werden, liegt an uns, liegt an unserer Kultur, unserer Zivilisation, an unserer Medizin, an der Hygiene, an Chemie, an Physik, an Architektur. Und dies können wir durchaus feiern. Ja. Wir brauchen also uns nicht entschuldigen dafür, dass wir da sind. Die Natur braucht uns nicht, wenn wir älter als 30 sind. Ja. Sie braucht uns einfach nicht. Die Initiationsrituale der Naturvölker, die ich kennengelernt habe, sind nicht dafür da, dass die Kinder erwachsen sind, sondern sie sind dafür da, dass es sich lohnt, auf die Kinder aufzupassen, wenn die Eltern Kompost werden. Ja? Dafür geht es. Das heißt, das Kollektiv braucht keine Menschen, die älter als 30 sind, sozusagen. Dass wir älter werden, liegt an uns. Und darauf können wir stolz sein. Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen. Also die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Die giftigsten Stoffe sind Naturstoffe. Die Natur braucht Krebs als Naturphänomen, Mutagenität, also Änderung von Genetik, dafür, damit sich ein komplexes System an ändernde Bedingungen anpassen kann. Für das Individuum ist Krebs eine Katastrophe, für das Kollektiv ist es sozusagen quasi notwendig. Ja? Aber die Natur ist nicht blöde. Die Natur macht keine 2.500 Chemikalien, die sich in Muttermilch wiederfinden dabei. Das heißt, wir können von Natur lernen, aber die Natur ist unsere Partnerin, nicht unsere Mutter. In Holland versteht man das leicht. Ein Drittel des Wassers des Landes ist unter dem Meeresspiegel. Das Haus, in dem ich in Rotterdam lebe, ist 17 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn wir dort von Mutter Natur reden würden, würde die nächste Flutwelle uns einfach mitnehmen. Ja? Also nicht Mutter Natur, sondern Partnerin, Lehrerin, aber nicht Mutter. Weil das bringt uns in ein schlechtes Gewissen von vornherein. Wir setzen das um, Sie sehen selbst Weltfirmen wie Aktien Nobel, wir setzen das um, auch hier in Hamburg vertreten. Maersk Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant Triple-E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000-ton ships, making vastly improved recycling possible for most materials as well as safe disposal for the rest. The materials of the ships will all be marked and numbered, separating high and low grade steel, copper wiring, hazardous materials and waste. Based on the sorting, it will be possible to reuse nearly all materials for new ships, making dangerous and polluting scrapping a thing of the past. Das ist die Firma Maersk. Maersk ist die weltgrößte Speditionsfirma mit über 500 eigenen Schiffen. Wenn Sie einmal verstanden haben, dass bei der Herstellung von einem Kilo Stahl 93% der Kosten Material und Energie sind. Wie können Sie so blöde sein, dann diese Schiffe zum Abwracken nach Bangladesch zu geben? Ja. Nur 7% sind bei der Stahlherstellung Arbeitskosten. Und was tun wir hier? Wir machen unsere Werften hier dicht. Dabei, wie absurd, anstatt Nährstoffmanagement zu machen. Das heißt, wir können das umsetzen. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel zeigen. Also wie gesagt, das wird in die Zukunft alle unterschiedlichen Dinge. Wenn ich das jetzt trinke, davon werden Sie mich alle hassen. Ja? Weil die Luft ist ziemlich trocken hier im Raum und ich habe was zu trinken und Sie nicht. Ja? Und das ist nicht gut. Und Sie können sich gar nicht dagegen wehren. Ich will es Ihnen gleich zeigen. Ich trinke jetzt. Und Sie hassen mich dafür. Weil ich habe was zu trinken und Sie nicht. Aber wie man das ändern kann, und das meine ich wirklich ernst, ist dazu, wenn Sie jetzt alle einfach fragen, ob es noch ein zweites Glas gibt. Und wenn nicht dazu, dürfen Sie aus der Flasche trinken. Oder aus meinem Glas. Denn dann haben Sie eine Möglichkeit. Ja. So wie die Menschen aus der DDR nicht alle nach Paris fahren wollten, aber sie wollten die Chance haben, nach Paris zu fahren. Ja. Das heißt, es kommt auf die Chance an dafür. Also darum dürfen Sie gerne hier auch was trinken. Wir sehen sozusagen, dass wir alle Produkte nochmal neu erfinden können. Dieser Cradle-to-Cradle-Passport bedeutet, dass Sie alle Dinge positiv definieren und daraus wiederum ein Schiff machen. 2015 wird bei so einem Schiff kein einziges Grammabfall mehr entstehen, weil alle Materialien technische Nährstoffe sind. So wie es biologische Nährstoffe sind, gibt es technische Nährstoffe.
Wir reden dafür, dass wir zu viele Menschen auf der Erde seien, aber stellen Sie sich mal vor, das Gewicht der Ameisen zum Beispiel. Ja, nehmen Sie alle Ameisen auf der Erde und alle Menschen, dann wiegen die Ameisen etwa viermal mehr. Und weil die Ameisen immer Treppe steigen, also nicht Aufzug fahren, und weil sie nur 3 bis 6 Monate leben, entsprechen sie in ihrem Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Es sind also nicht zu viele. Der Unterschied zwischen Ameisen und uns ist, wir machen Abfall. Und sobald wir Abfall machen, sind wir zu viele. In China kann man in Kreisläufen denken und hat das über eine bruchlose Zivilisation geschafft, in Kreisläufen zu denken, weil man praktisch gesehen in der Lage war, durch Religion und Philosophie solche Kreisläufe zu verstehen. Wir denken linear und dann sind wir zu viele. Ich war zum Beispiel in China, habe in der Phosphatindustrie gearbeitet, im Wesentlichen, um den Arbeitsschutz zu verbessern, weil die Leute sind dort wie die Fliegen gestorben an den radioaktiven Stäuben. Und ich war dort für die Vereinten Nationen dabei zu helfen, Techniken zu machen, die geschlossene Behältnisse erlauben. Wenn Sie in China zum Essen eingeladen sind, bis heute, ja, erwarten die Menschen, dass sie so lange bleiben nach dem Essen, bis sie die Toilette aufsuchen. Weil es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Weil sie sind ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. So konnte China eine bruchlose Zivilisation über 5000 Jahre schaffen, weil sie Nährstoffe zurückgebracht haben. Während wir unsere westliche Geschichte uns praktisch immer als Nährstoffgeschichte auch zeigen können. Das Römische Reich ist nicht denkbar ohne Sizilien zunächst mal. Aber die Römer mussten erstmal Sizilien überfallen. Und Sizilien hatte einfach wieder hoch Vulkanasche, die deshalb einfach über Jahrhunderte fruchtbar angebaut werden konnte. Aber die Stadt hat immer nur genommen, sie hat nie was zurückgegeben. So mussten die Menschen immer expandieren bis die Infrastruktur zusammenbrach. Wir mussten uns immer die Nährstoffe woanders holen. Ja, Sie kennen das im Mittelalter mit der Alimente-Tragödie. Die Stadt hat nur genommen und nie den Bauern was zurückgegeben. Dadurch mussten die Bauern, weil sie verarmten, in die Stadt gehen. Die Stadt wurde größer, sie musste sich die Nährstoffe weiter wegholen. Und daraus gab es Bürgerkriege und dadurch expandierte sozusagen jeweils Reiche, bis sie wieder implodierten. Das einzige westliche Großreich, was geschafft hat, Nährstoffe zurückzubringen, waren die Ägypter. Aber nicht bewusst. Es gab durch die Abholzung und Zerstörung eine Klimaveränderung, die zu Bodenerosion im Sudan führte, im heutigen Sudan. Und nicht nur das, die Überschwemmungen des Nils sozusagen haben die Exkremente der Menschen immer ein Stück weiter transportiert. Und die Menschen dachten dort, es sei der heilige Nilschlamm. Ja. Es waren aber meistens nur die Exkremente der Menschen weiter oben. Ja. Das heißt, daraus ist das Nildelta sozusagen entstanden als die Sammlung daraus als fruchtbarste Anbaumöglichkeit. Das heißt, wir haben in westlichen Gesellschaften nie reflektiert, anders zu denken, immer nur von der Wiege bis zur Bahre. Und dann sind wir zu viele. Ich will Ihnen zeigen, dass es anders geht. Die Firma Good Baby ist der weltgrößte Hersteller für Kinderwagen. Und da gibt es einen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Song, und der stellt Produkte jetzt nach Cradle to Cradle her. Und er zeigt Ihnen, wie das ganze Unternehmen sich nach Cradle to Cradle ändert. Good Baby ist ein Riesenunternehmen. Alle 3 Sekunden wird ein Kinderwagen von denen produziert. Praktisch ähnlich mit den Autositzen, Maxi Cosi und all das ist alles Good Baby. Und Sie sehen hier, wir haben zwischen dem Vertragsabschluss und dem ersten Produkt auf dem Markt genau eine Schwangerschaftsperiode gebraucht. 9 Monate. Und es geht. Consuming society, we are starting to understand that we are making an enormous claim on the Earth's natural resources. Imagine what will happen when the rapidly growing world population lives up to the insatiable trend towards consumerism. The cradle-to-cradle philosophy shows that we don't have to choose between economical and ecological prosperity. If we design products more intelligently and use materials more effectively, both business and nature can thrive and grow. Cradle to Cradle is all about following nature's design principles. Waste equals food, keeping all materials in continuous cycles, stimulating the use of renewable energy, and celebrating diversity. By learning from nature's design principles, eco-effective design conceives industrial systems that emulate the healthy abundance of nature. In addition to functionality and beauty, Cradle to Cradle products need to be designed for either the biological or technical cycle. After the product's useful life, materials are carefully disassembled and become nutrients for new products through biodegradation or recycling.
Such a system, modeled on the world's riches, can solve, rather than just manage, the problems industry currently creates. Good Baby is the largest supplier of children's strollers in the world. Every 3 seconds, a new stroller comes off the production line. And all the while, the company continues its pursuit for innovation. Good Baby's R&D department works closely with 4 overseas R&D centers around the globe. Over the last 20 years, Good Baby has complied with many international standards and are now stepping to the forefront by embracing the cradle-to-cradle philosophy and making it a part of their core business. And there are very important reasons to do so, especially since juvenile products have a relatively short lifespan. Babies are the most vulnerable human beings. Good Baby wants to make sure that our children grow up in a safe and healthy environment and are ensuring this by carefully selecting 100% safe materials for each Good Baby product. Recycling materials effectively after the product's useful life will improve the living environment for generations to come. In September 2010, Good Baby started cooperating with IPEA and its founder Michael Braungart, who initiated the cradle-to-cradle concept together with William McDonough. In the long run, this newly set business model aims to create ample benefits on ecological, industrial, social, and economic levels. As a pioneer in the juvenile industry, Good Baby is the first Chinese manufacturer to implement the cradle-to-cradle concept. Their blueprint for the year 2020 envisions to have all their products comply with the cradle-to-cradle regulations. Fortunately, Good Baby has many international allies involved in this revolutionary step towards sustainability. All Good Baby's employees joined the cradle-to-cradle revolution. Workshops and learning sessions are being conducted to master the concept and move as one towards the ultimate goal. Located in the cradle-to-cradle-minded Netherlands, Good Baby Europe has designed the first cradle-to-cradle product collection, which includes a stroller, high chair, crib, and car seat. Stroller parts are designed for either the biocycle or for the technocycle, depending on the required functionality and looks. Product materials have been carefully selected before being utilized. Each single part contains many different ingredients that all need to be carefully assessed to ensure that it passes the cradle-to-cradle requirements for non-toxic material use. And all the products have been designed for ease of disassembly. Having passed material safety and reutilization, water and energy usage requirements, the Eco Collection was awarded with cradle-to-cradle silver certificates by IPEA in July 2011. The Eco Collection, growing healthy. Imagine when a child has outgrown a stroller after 2 or 3 years, and instead of discarding it, parents return the product for recycling. A Return Your Stroller campaign could stimulate this process by giving consumers a discount on the next purchase. For example, a Good Baby bicycle. The returned stroller will then be disassembled and carefully sorted for recycling and reuse by Good Baby. Besides product designs, Good Baby is also proactively fine-tuning and complying with working conditions in line with the cradle-to-cradle requirements. They will continue to work meticulously towards a solid future of full implementation of the cradle-to-cradle concept. And we need you to join us to make the cradle-to-cradle dream become reality. Ist es nicht toll? Das heißt, dieses Unternehmen, Good Baby, baut sich komplett um. Und zwar dadurch, dass man nur noch die Dienstleistung Kinderwagen abgibt, Nutzung. Dadurch entstehen technische Nährstoffe. Das funktioniert natürlich nur dadurch, dass sie exzellente Leute haben. Also wir haben eine junge chinesische Wissenschaftlerin, Hai Shangqiang, die das im Wesentlichen gemanagt und initiiert hat. Und die natürlich paradoxerweise mir im Moment sehr, sehr fehlt, weil sie nämlich ein Baby bekommen hat. Das ist der Nachteil. Wir haben schon überlegt, die Firma zu verklagen, weil das im Institut zu einer ganzen Schwangerschaftswelle geführt hat dabei natürlich. Also ich hoffe, dass sie möglichst bald zurückkommt, weil wir das für das Management unbedingt brauchen. Die Verbindung westlicher und östlicher Denkweise. Und das können wir umsetzen. Wir haben in Steinbeis in Glückstadt hier das erste Papier, was für biologische Kreisläufe gemacht ist dazu. Zum Beispiel von Hansewinkel, ein Abfallunternehmen wird zum Nährstoffunternehmen und ist stolz darauf. Also wir können das umsetzen. In den Niederlanden gibt es inzwischen über 270 Unternehmen, ganze Provinzen wie Limburg, Maastricht, Venlo, Roermond,
alle diese Leute, jeder Kindergarten, jede Schule wird Cradle to Cradle. Wir können Gebäude machen wie Häuser, wie Bäume. Das ist Bill McDonough, mein Freund und Kollege, übrigens, wenn sie Gesetzgebung machen würden, dass Frauen auch im Winter Krawatte tragen müssten, würden sie immerhin etwa 6-mal mehr erreichen als durch jedes Glühbirnenverbot. Denn wenn sie ein bisschen leicht stranguliert sind, können sie die Raumtemperatur um 2 Grad senken. Und wenn sie dann noch eine Fliege tragen, geht es natürlich noch besser. Also Sie sehen, die Menschen sind stolz. Wir schaffen übrigens mit, das ist Xeroflor aus Groß-Ippenach, ja, bei Bremen davon. Sie kennen vielleicht auf der Autobahn die Ausfahrt Groß-Ippenach. Dort gibt es eine Firma Xeroflor. Die weltgrößten Dachbegrünungen, ja, sind alle von Xeroflor. Also dieses Know-how lässt sich umsetzen. Wir können Gebäude wie Bäume machen, Gebäude, die Luft reinigen. Ja. Ist es nicht toll? Das ist Hightech. Hightech davon. Und spart Geld. Es macht das Gebäude etwa 30 Millionen Dollar billiger, weil man dann keine Regenwasserrückhaltung dabei braucht. Und man bekommt etwa ein Dutzend von seltenen Vogelarten wieder zurück, die über Jahrzehnte nicht mehr gesehen wurden. Sie sehen hier ein Beispiel in China. Man kann praktisch den Boden anheben, die Gebäude drunter packen und die Wände zusätzlich nutzen. Damit bekommt man mehr landwirtschaftliche Fläche, als vorher der Fall war. Und kann damit natürlich auch Habitats schaffen. Schöne Gebäude, die nützlich sind. Hier zum Beispiel in Süddeutschland ein Beispiel. Schüco aus Bielefeld. Man verkauft diese, das ist der größte Fensterhersteller in Europa. Man verkauft diese Fenster nicht mehr, sondern man verkauft nur noch 25 Jahre Durchschauen. Denn man kann ein Energiesparfenster nicht machen ohne giftige Stoffe. Aber wenn sie in technischen Kreisläufen bleiben, können sie beliebig verwendet werden. Kupfer ist in biologischen Systemen ganz und gar giftig, in technischen Systemen endlos einsetzbar. Darum 2 Nährstoffkreisläufe. Beton, der die Luft reinigt, hier sozusagen umgesetzt. Fibrok in Belgien zum Beispiel, Moser, Fliesen mit reversiblen Klebeverbindungen. Tarkett, zum Beispiel Bodenbelege, die für Ausgasung gemacht sind. Eine neue Siedlung, da ist die Bosch Siemens Zentrale für Benelux zum Beispiel auch drin, davon als Cradle-to-Cradle-Beispiel in der Umsetzung hier in der Nähe, in Amsterdam zum Beispiel. Wir setzen es in großem Umfang um. Es macht die Ingenieure stolz, Ingenieure zu sein, weil sie einen positiven Fußabdruck schaffen können. Die Floriade, wo ich gestern dort war, davon ist die größte Blumenolympiade weltweit in Venlo. Rate ich Ihnen hinzugehen, wir werden dort auch Cradle-to-Cradle-Produkte vorstellen. Davon, die ganze Floriade ist nach Cradle-to-Cradle ausgerichtet. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist, das Hamburger Umweltinstitut finanziert den Bau von Kläranlagen zur Nährstoffrückgewinnung, und zwar sind Favela-Siedlungen. Wir haben 92 angefangen, inzwischen sind 150 Anlagen gebaut worden. Wir gewinnen daraus Biogas. Ja, wir haben Wasserpflanzen, die Produktivität ist etwa 200 Mal höher, als wenn man Mais anbaut auf der gleichen Fläche. Und das Schöne ist, wir machen das in Favela-Siedlungen. Das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Auf einem Hektar Land können Sie damit so viel anbauen, dass der Bauer etwa 1200 Dollar verdient. Dadurch kann er die Anlage warten und kann die Anlage warten und als Nebenprodukt entsteht sauberes Wasser. Er kann seine Familie ernähren und die Anlage warten. Alle diese 150 Anlagen sind in Betrieb. Wir haben jetzt 20 Jahre Rio-Konferenz in diesem Jahr. Sie können diese Anlagen angucken dabei. Das eigentlich Schöne ist aber was anderes. Die Favela-Siedlungen, ja, die Verbrechensraten in den Favela-Siedlungen gehen über 90% zurück. Wir müssen also nicht die Menschen kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Wir können sie unterstützen, gut zu sein. Und das ist die grundlegende Frage. Sind Menschen böse, sodass wir sie kontrollieren müssen, oder können wir sie unterstützen? Ist das Böse sozusagen nur die Abwesenheit von Gut, oder hat es eine eigene Seinsqualität? Das heißt, in der Tat ist die Frage, was ist die Rolle der Menschen auf der Erde? Keine von diesen Anlagen wurde jemals bisher sabotiert. Selbst die attraktivsten blonden Studentinnen, die bei solchen Anlagen mitgemacht haben, hatten kein Sicherheitsproblem in Favelas. Denn wenn die Leute eine gemeinsame positive Aufgabe haben, dann bringen sie sich nicht mehr gegenseitig um, sondern sie sind stolz darauf. Darum, ich habe gemerkt, selbst die Ärmsten der armen Menschen sind immer großzügig und freundlich, wenn sie gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, wenn sie akzeptiert sind auf der Welt, wenn sie sich sicher fühlen. Nur wenn sie Angst haben, dann sind sie raffgierig und kleinlich. Das heißt, warum machen wir nicht Systeme, die nützlich sind, die die Menschen fördern und nicht weniger schädlich machen? Dafür müssen wir Phosphat zurückkriegen. Und wir schaffen es.
Sie sehen hier, Holland wird das erste Land sein, was Phosphor komplett zurückgewinnt. Er von am 4. Oktober letzten Jahres erklärt, von der Regierung. Und zwar, weil es als Wirtschaftskonzept funktioniert. Wir können die Dinge zurück in Kreisläufe bringen. Wir können Windräder machen, die wir mit Strommasten verbinden, die den Lärm von Autobahnen kompensieren. Wir können Algen einsetzen, davon, die sind viel produktiver und das Eiweiß ist viel gesünder als Rindfleisch. Ja, Sie können auf einem Hektar so viel anbauen wie etwa 180 bis 200 Hektar Land, Maisanbau. Und Sie brauchen keine landwirtschaftliche Fläche. Und wir können uns dann natürlich darüber unterhalten, wofür diese verwendet wird. Aber es ist einfach dumm, wie die Amerikaner die Ernährung auf Rindfleisch aufzubauen, weil es das ungesündeste Protein ist. Das spricht nicht dagegen, mal ein Steak zu essen, pro Woche meinetwegen. Aber darauf Ernährung aufzubauen, ist nicht intelligent. Jetzt die Kühe, ihre Methanbildung durch Gentechnik abzugewöhnen als Effekt gegen den Treibhauseffekt, das ist absurd. Das Algenprotein ist so viel gesünder, die Öle sind so viel produktiver, die dabei herauskommen. Die Europäische Union unterstützt uns inzwischen im großen Stil. Cradle to Cradle ist Schwerpunkt seit 2010 durch Jürgen Schaufliche. Sie war Präsidentin des Europäischen Councils. Eine Mutter, junge Mutter, 36 Jahre mit kleinen Kindern, die hat ihre Kollegen überzeugt, es gibt viel Geld dabei. Also gehen Sie hin und beantragen Sie Geld, weil sonst verwenden die Leute das für alle unsinnigen Dinge. Also viele dieser Cradle-to-Cradle-Projekte sind gar kein Cradle-to-Cradle, es ist mehr Nudel-to-Nudel oder Nödel-to-Nödel sozusagen. Aber wenn Sie so schnelle Änderungen haben, seien Sie gelassen damit, denn dann haben Sie immer Qualitätsprobleme. Einfach, ja, schnelle Änderungen, solange Sie nicht aufgeknüpft werden in der nächsten Laterne, ist es schon okay. Das heißt, wir können es jetzt umsetzen. Und hier gibt es Cradle-to-Cradle-Inseln. Sogar Sylt macht jetzt mit bei Cradle-to-Cradle-Inseln. Davon natürlich Bikoop macht mit. Da gibt es viel, viel Geld der Europäischen Union, wo wir diese Innovationen umsetzen können. Hier das Interreg-Programm. Die Stadt Bielefeld hat allein gerade im Moment 600.000 Euro bekommen, obwohl es nur um eine Machbarkeitsstudie für Cradle-to-Cradle ging. Eine Machbarkeitsstudie. Wie absurd. Aber es gibt Geld dafür. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Tag inzwischen in Kalifornien, die der 9. Juni ist ein Cradle-to-Cradle-Tag. Ja, wir werden unterstützt von allen Hollywood-Größen wie Brad Pitt oder Steven Spielberg, weil es einfach eine positive Agenda ist. Arnold Schwarzenegger hat einen Cradle-to-Cradle-Tag eingeführt, noch als eine der letzten Amtshandlungen sozusagen. Der hat übrigens gesagt, Michael, das mit den Rosen funktioniert nur etwa dreimal sozusagen. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir brauchen Gemeinschaften dazu. Ja. Und dann können wir es umsetzen. Nehmen Sie das Bild mit dem großen Windelberg am Anfang nochmal. Ja? Wenn wir die Wasserspeicher ändern, wenn wir den Kunststoff ändern, der da drin ist, und den Kunststoff für die Verpackung, dann könnten wir mit einem einzigen Baby in Israel 150 Bäume pflanzen. Nur mit den Wasserspeichern, die da sind. Denn es regnet ja zweimal in Israel. Ja? Also warum sollten wir nicht einen Fußabdruck schaffen, der nützlich ist. Das Baby wäre kohlenstoffpositiv von Anfang an. Also warum wollen wir weniger schädlich sein, wenn wir nützlich sein können? Cradle to Cradle ist nichts anderes, als einfach nur die westliche Denkweise in Problemen zu denken, mit der östlichen Denkweise in Kreislauf.